draufstehen, dass man keiner runterfällt. Die liegen jetzt schon seit Jahren so da. Überall jetzt Wasser. Ich hätte durch den Gatsch durchkämpfen müssen. Ich bin da jetzt wieder bei so einem Überlastungsarm. Und da schaut es jetzt ein bisschen besser aus. Da kommen wir jetzt etwas in die Höhe. Eine kleine Ringelnatter. Jo, servus die Malen. Und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr an den Eingangsbildern gesehen habt, ich bin natürlich wieder herunter da, zumindest da bei so Nebenarm. Und da möchte ich mich ein bisschen durchschlagen. Da vorne über die Furt, ob ich zur Donau komme. Ob die nicht noch überschwemmt ist, werde ich gleich sehen, aber ja. Schauen wir mal, lass mich überraschen. Ja, mit den Gössen hält sie sich eigentlich in Grenzen. Habe eigentlich mehr erwartet. Da hat mein Thermoseller rennt schon mit sich jetzt selber. Habe ich schon aktiviert, aber sonst, schaut einmal, Wahnsinn. Ja, wenn man zuhört, hört man schon gewaltig rauschen. Wir sind jetzt gleich bei dem Übergang. Da wo wir da drüber kommen, werden wir gleich sehen. Ja, da haben wir ein Schild zu Donau und das schaut nicht so schlecht aus. Da haben wir es zwar noch ein bisschen gatschig, aber da vorne dürfte es trocken sein. Schauen wir uns das an, wie das Wasser da durchfließt. Wahnsinn, so viel Wasser habe ich da drin überhaupt noch nicht gesehen. Gewaltig. Ja, da hat sich gleich mal ein großer Baum verkauft. Ja, da geht was weiter. Schaut jetzt weiter vier. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und da verteilt sich das Wasser herum natürlich auch wunderschön. Perfekt. Schöne Kletten da. Ja, schauen wir mal. Da vorne kommt dann jetzt ein kleiner Sutten. Ob ich da jetzt durchkomme, kann ich jetzt noch nicht sagen. Warten wir mal an. Sehen wir gleich. Ja, schauen wir mal, ich muss da vorsichtig gehen, weil das ist alles gatschig. Ich bin jetzt gerade in der einen Vorspur, aber die hört da unten auf. Na, schauen wir. Ja, sorry Freunde, da muss ich wieder angeben. Da brauchst du ja Gummistiefeln. Das ist da gute 20-30 cm dick. Da komme ich leider nirgends vorbei. Da sieht man schon, die sind mit seiner Bodenplatte aufgesessen. Ja. Was so ist, ist halt so, drehe ich lieber um, gehe halt woanders hin. Ich habe da eh noch was Zweites im Bett da. Da stieg ich weiter hinten, wo mir irgend so eine Säubrücken, die werde ich mal schauen, ob es die noch gibt. Schauen wir sich das an. Ja, ich denke, das wird auch noch so mindestens 14 Tage dauern, bis das wieder alles auftriggert ist. Sie haben mir wieder wärmer angesagt und heißer. Dann wird ja das bald verflüchtigt sein. Und wenn dann die Jäger oder Fischer da ein paar Mal öfters durchfahren, dann ist das auch einfacher zum Gehen.
So, da stieg ich wieder oben und dann sind wir eh schon drüben. Ja, überall hat sich natürlich alles angesammelt. Ja, der Weg ist da halbwegs normal. Und da bin ich gekommen und da schauen wir jetzt weiter. Raubvogel. Schaut das schon weg. Ja, vielleicht finde ich da drin noch ein bisschen was. Schauen wir. Aber da von mir seht ihr alles voller Disteln. Also ich meine Brennnesseln. Aber am Weg kann man gehen, das ist okay. Aber da sind Raupenspuren hintere. Und auch Wildtierspuren. Da vorne ist nämlich auch Hochstand. Ja, schauen wir. Ja, da haben wir Glück. Da kommen wir gerade noch durch. Gerade noch ohne Ende. Und auch Gössen und Ungeziefer umschwirrt mich da. Gigantisch. Ja, sind alle ausgekommen. Ja, Freunde, hier haben wir schon fast gedacht, da vorne steht das Wasser. Da war eigentlich auch schon. Gut, das hat sich erledigt, die Seilbrücken sicher auch nicht. Das heißt, ich muss auch keine Kehrtwendung machen. Das bringt da nichts. Ja, gut, mit dem war zum Rechnen. Ich habe gewusst, dass ich nicht überall hinkomme, wahrscheinlich. Ist halt so. Ja, aber ich werde schauen, ob ich noch irgendwo ein kleines Platz finde. Ein kleines Pausel machen. Ganz super habe ich mit Kaffee. Puh. Was ist da? Naja, ich schaue mal, ob ich was finde. Selbst da herin brauche ich nicht schauen. Da ist auch das Wasser bis daher gestanden, da wäre ich auch nichts finden drin. Ja, schau meinen Weg noch mal zurück. Da sind auch ganz schön viele Ballen rum. Noch geht es mir gut, muss ich sagen. Kein großes Problem. Ja, des Weiteren muss man natürlich bei den Bäumen aufpassen, die was schon vorher ziemlich weich benannt sind und einen wahren Stand gehabt haben und jetzt noch von Wasser unterspült worden sind, kann natürlich auch sein, dass die umfallen. Sollte man da auch Augerl haben. Ich sehe gerade, da ist noch eine Wegeleine. Ich werde das noch mal probieren. Schauen wir mal, vielleicht finde ich da jetzt irgendwo drin einen Platz für meinen super langen Kaffee. Und auch nicht heuer bin ich. Ja, da die erste Locken, die kann ich dann umgehen. Schauen wir mal ein Stück weiter. Ja, wenn du einen Baum suchst, der was umgefallen ist, findest du natürlich auch, das ist wie verhext. Naja. Schauen wir weiter. Noch bin ich trockenen Fußes unterwegs. Da habe ich jetzt einen Hochstand gefunden. Ich überlege mir gerade, ob man den jetzt sicher jetzt über Ausburg. Ich glaube, das mache ich so. Den Burg im Haus, der ist überdacht da, das wird gemütlich. Also, auf ich da. Ja, Freunde, ich bin herum. Und da habe ich auch eine schöne Aussicht. Die werde ich natürlich auch zeigen, die werde ich nicht verweigern. Und da lasse ich mir es jetzt ein bisschen gut gehen. Und da vorne sind wir gekommen. Das ist da so
Schöne freie Fläche, wie es ausschaut. Da haben wir den Aufgang. Da seht ihr, rinnt auch noch immer das Wasser. Und da hinten auch noch. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse mir jetzt einmal ein bisschen gut gehen, jetzt richten wir mal alles her. So, alles erledigt. Ja, dürfte schon passen. Ich sage jetzt einmal Mahlzeit. So, jetzt gibt es da meinen Lecker aus der Nanopresso. Jawohl, da kommt auch schon. Jo, Freunde, meine Krankensessel, seid wieder die Ersten. Die allerbesten Grüße an euch und dann an alle und an Nano. Prost! Ja. Herrlich, kann ich nur sagen. Aus und dann schauen wir weiter. So, wieder hier unten. Jetzt schauen wir zu der Futterungsstelle. Okay, das einmal, wie das funktioniert. Das kurbelt man über und dann kommen die Viecher zum Fressen her. Da, Schupperstelle von den Schweinerlern. Und wir gehen jetzt schön langsam retour. Ja, ich muss sagen, ich finde es da wunderschön da. Geile Atmosphäre. Schön. Den Weg habe ich hinter mir. Da seht ihr das Schloss da oben. Und jetzt habe ich noch mehr ein paar Meter und dann bin ich eben im Auto wieder. So, sind wir da draußen angekommen. Jetzt werden wir gleich mal die Gartensträder ausziehen und andere Schuhe anziehen. Aber ja, ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Malen und pfiat euch die Buben.